Liebe Brüder und Schwestern, wir haben soeben einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium gehört, einen Teil des Abschiedsgebetes Jesu, das er spricht am Abend vor seinem Leiden. Innig betet Jesus zum Vater für seine Jünger. Und er dankt Gott, dem Vater, dass seine Jünger nun zum Glauben gekommen sind. Aber Jesus betet nicht nur für seine Apostel, sondern auch für uns heute. Sein Gebet gilt auch uns, denn er sagt, ja, ich bitte für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, für alle, die zum Glauben kommen. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir an Jesus glauben dürfen, ja, dass wir diesen einen wahren Gott erkannt haben, diesen Vater im Himmel, der uns Jesus geschenkt hat. Und Jesus sagt, ja, das ist das ewige Leben, dieser Glaube an ihn und an den, der Jesus gesandt hat. Jesus ist unsere Auferstehung und unser Leben. Er hat nicht nur vor 2000 Jahren den Tod überwunden, ist nicht nur vor 2000 Jahren auferstanden und lebendig unter den Seinen, sondern auch hier und jetzt. Er hat auch für uns den Tod besiegt. Er schenkt auch uns Anteil an seiner Auferstehung und an seinem neuen göttlichen Leben, an seinem Sieg über den Tod. Ja, er ist unsere Hoffnung. Ihm dürfen wir vertrauen. Jesus, er hat dieses Werk, ja, das der Vater ihm aufgetragen hat, zur Vollendung geführt. Er hat für die Menschen, für unsere Erlösung gelitten, den Kreuzestod auf sich genommen, alle Schuld, alles Leid, alle Qual, hat für uns gesühnt, hat gesiegt mit seiner unfassbaren Liebe, eine Liebe, die über alles menschliche Maß hinausgeht. Denn wer könnte ja oben am Kreuz noch für seine Feinde beten, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. In diesen unfassbaren Schmerzen und Leiden betet der Herr noch für seine Peiniger. Was für eine unfassbare Liebe wird da offenbar für uns? Ja, dieser Liebe Gottes dürfen wir vertrauen, diesem Erbarmen des Herrn. Aber nur dann, wenn wir wirklich bereit sind, umzukehren, wenn wir uns wirklich bemühen, auf sein Wort zu hören, ihm zu folgen, diese Gebote Gottes zu halten. Auch wenn wir sündige, schwache Menschen sind, wir dürfen ihm vertrauen, der uns Kraft schenkt, der uns immer wieder befreit aus diesen Verstrickungen in die Sünde, in die Schuld. Größer als alle Schuld der Welt, ja unermesslich größer als alle Sünden der ganzen Menschheit, ist Gottes rettendes Erbarmen. Das dürfen wir nie vergessen. Keine Schuld, keine Sünde ist zu groß, dass sie nicht Vergebung finden könnte, wenn wir zum Herrn kommen und voll Vertrauen ihn um Vergebung bitten. Und der Herr möchte uns stärken mit seiner Gnade, mit seinem Geist. Wir sollen ihn bekennen, wir sollen als Getaufte, als Christen leben. Nicht nur hier in der Kirche sollen wir beten und unseren Glauben bezeugen, sondern auch dann, wenn wir draußen sind, wenn wir unterwegs sind, auch im Alltag, soll an uns sichtbar werden, dass wir getaufte Menschen sind, dass wir Menschen sind, die einen Glauben haben, ein sicheres Fundament, dass wir Menschen sind, die Christen nicht nur heißen, sondern auch wirklich sind. Deshalb soll an uns etwas von dieser Liebe
von dieser Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes sichtbar werden. Wir sollen nicht, wie manche Menschen es gerne tun, über die anderen herziehen, wenn diese gerade abwesend sind, ihre schlechten Seiten, ihre Fehler breittreten, über die anderen spotten, sie hinuntermachen. Nein, wir sollen, wie der Herr es tut, sozusagen die Fehler zudecken, die guten Seiten sehen und die Mitmenschen auch immer wieder ermutigen, gerne bereit sein zu verzeihen, einander helfen und unterstützen. Jesus hat für uns die Kreuzeslast getragen, die Last unserer Sündenschuld, um uns aufzurichten, um uns zu befreien, um uns neu diese Freiheit der Kinder Gottes zu schenken, diesen Weg zu eröffnen zum Vater, zur Herrlichkeit, zum ewigen Leben. Deshalb sollen wir gerade jetzt in diesen Tagen vor Pfingsten besonders um diesen Geist Gottes bitten, dass er uns erleuchtet, dass er uns stärkt und neu erfüllt. Wie damals die Jünger, die Apostel versammelt waren im Obergemach, im Abendmahlsaal mit Maria, mit den Gläubigen. Und wie sie damals so intensiv um diesen Heiligen Geist gebetet haben, im Vertrauen auf das Wort Jesu, der gesagt hat, ich sende euch diesen Beistand von oben, diesen Tröster, diesen Heiligen Geist, er wird euch alles lehren. Sie haben diesem Wort geglaubt, sie haben sich versammelt zum Gebet. So sollen auch wir diesem Wort des Herrn Glauben schenken, ihm vertrauen. Auch wir sollen beten um diesen Heiligen Geist Gottes, auch durch die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Wir feiern ja heuer 100 Jahre Fatima. Fatima, dieser Ort in Portugal, wo die Gottesmutter Maria drei kleinen Hirtenkindern erschienen ist, im Licht Gottes. Und sie bittet auch die Kinder um Gebet, um Bereitschaft, diesen Willen Gottes zu tun. Sie bittet auch um Opfer, das heißt, die Kinder sollen alle Widrigkeiten, alle Leiden aufopfern, deren sie begegnen. Diese Aufforderung gilt auch uns. Wir haben gehört in der Lesung, ja, wenn wir um des Namens Jesu willen beschimpft werden, wenn wir leiden müssen, weil wir Christen sind, weil wir uns zu Jesus bekennen, dann sind wir selig zu preisen. Dann ist dieser Geist Gottes schon in uns. Dann wirkt dieser Geist Gottes durch uns. Ja, Maria möchte uns helfen, dass wir in der Kraft des Geistes Gottes leben, dass wir immer tiefer verbunden mit Christus sind, dass auch wir alle Leiden, alle Schmerzen, alles Widrige, ja, alle Last des Alltags aufopfern, aus Liebe zu Gott es mit dem Opfer Christi, mit seinem Kreuzesopfer vereinen. Und so mitwirken an der Erlösung der Welt, am Heil der Seelen, an der Bekehrung der Sünder, wie Maria in Fatima sagt. Ja, dieses Erscheinen der Gottesmutter in Fatima, es war keine Fantasie, sondern es ist auch bestätigt worden. Einige Monate später, am 13. Oktober, wurden diese Erscheinungen der Gottesmutter bestätigt durch das große Sonnenwunder. Vielleicht haben Sie auch schon davon gehört, es waren 60.000, 70.000 Menschen versammelt. Und nicht nur Gläubige, sondern Ungläubige, Atheisten, verschiedenste Menschen. Und alle haben dieses Sonnenwunder gesehen, diese Sonne, die plötzlich zu tanzen anfing, färbige Strahlenbündel auf die Erde warf, die auf die Erde zu stürzen drohte, wo die Menschen aufgeschrien haben, dieses gewaltige Zeichen am Himmel. Ja, Maria ist diese mit der Sonne bekleidete Frau und Jesus ist letztlich diese wahre Sonne, dieses wahre Licht, das unser Leben erleuchtet, das unser Leben erfüllen möchte. Gott schenkt uns sein Licht,
Er schenkt uns seinen Geist, seine Gnade, sein göttliches Leben. Öffnen wir uns wieder neu seinem Wirken. Der Herr schenkt sich uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie, um alle Dunkelheit der Sünde, des Todes, des Zweifels, der Traurigkeit in uns zu überwinden, um uns zu stärken, damit wir aufblühen wie die Schöpfung jetzt im Mai unter dem Licht der göttlichen Sonne, unter den Strahlen der Herrlichkeit des Herrn. Amen. Thank you.